Und damit herzlich willkommen zurück zu Risen. What the fuck? 3. Ja, eigentlich dachte ich jetzt, wir gehen hier hin und erkunden diese schöne Zuckerplantage aus Teil 2. Irgendwie ist das nichts mehr mit Zuckerplantage und schön. Wenn man sich das mal so anguckt, ist ein bisschen kaputt. Ich glaube kaum, dass das die Schatten waren. Also das wäre ein bisschen unfreundlich. Denkt ihr, er lebt noch mehr in der Hütte? What? Feuervogel. Wir konnten einen starken Angriff landen. Ja, mein Feuervogelchen. Man könnte dich bestimmt auch Drache nennen. Ich glaube, wenn Feuervogel heißt, dann geht auch Drache. Aber tot haben wir dich gleich, von dem her. Ist das eigentlich kein Problem. Ich mag dich. Verflucht! Die Zuckerrohrfelder sind abgebrannt. Das ist der Sargnagel für diese Insel. Ohne Rum versinkt sie in der Bedeutungslosigkeit. Ja, da hast du recht, aber ich glaube vor allem, das waren diese Feuervögel, wenn du sagst abgebrannt. Oh, mein Eingeborener. Nicht du. Der da. Kapuscheku? Kapuscheku? Ich glaube, der kann kein Deutsch. Das ist jetzt doof. Egal, braten wir noch ein bisschen Proviant. Und? Da war doch was? Warte mal, ich kenne dich doch. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Selbst dran schuld. Ach, halt doch die Klappe. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Okay. Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist, ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Geh mal kurz mal auf Ende. Drück auf Speichern. Gehen auf C und... Das war falsch. Oder? Fingerfertigkeit bräuchten wir, aber können wir nicht steigern? Okay, egal. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Okay. Ich bin noch nicht gut genug. Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Wie bitter. Die verstehen doch kaum ein Wort. Wie bitter ist das denn, bitteschön? Brauchst du Hilfe? Da brat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre... Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Okay. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Okay. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Ah. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Ohne Machete. Krabbenstecher.
alt und fleckig, du solltest dir bald mal eine neue Klinge zulegen. Offizierschwert, das sieht gut aus. Ach, da kriegen wir auch... Ja, geil, wir kriegen hier auch direkt Rüstung. Trank des Diebes. Das finde ich ja cool. Für Flinten und Pistolen, das können wir immer gebrauchen. Für Büchsen und Pistolen können wir auch immer gebrauchen. Holen wir uns ein cooles Offiziersdegen. Was holen wir uns denn jetzt davon? Wir holen uns jetzt einfach mal alles Edle. Schwarze Weste bringt aber mehr. Eine Hose brauchen wir noch. So. Handel akzeptieren. Jetzt mal gucken. Ah, in welche Richtung? In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Ich weiß nicht genau, was der meint, aber okay. Gehen wir jetzt erstmal dahin. Rüsten anständige Sachen aus. Haben wir schon eine Pistole? Hatten wir ja schon. Das ist aber... What the fuck? Das ist das hässlichste, was ich je gesehen habe. Was soll das sein? Das ist doch viel schöner. Wir hatten ja schon sowas. Ja, wo hatten wir den? Kann es sein, dass wir den aus dem DLC haben? Weil ich habe mir ein DLC gekauft. Also beziehungsweise ich habe die First Edition. Und da war halt, da ist halt ein DLC dabei. Kann sein, dass in diesem DLC schon... Es hieß, da sind schon Sachen drin. Ich kann ja einfach mal kurz lesen. Beinhaltet inklusive DLC-Paket mit einmaligen Items, zusätzlichen Quests und vielen Stunden extra Spielzeit als gratis Bonus. Okay, dann haben wir das jetzt für... Boah, das sieht verdammt cool aus, muss ich schon sagen. Ich glaube, der Helm gehört da dazu und, ja, von farblich her passend tut's, aber scheiße aussehen tut's trotzdem. Von dem her... Also, ich finde den irgendwie nicht so sexy. Oder? Nee, ich nehme den. Okay, das ist cool, wenn wir halt schon sowas haben. So eine fette Rüstung hier. Bergsüdlich. Ist das Süden? Ich habe keine Ahnung, wo Süden ist. Das ist Norden. Nee, das ist Norden. Das ist definitiv Norden. Boah, coole Rüstung, muss ich schon sagen. Ich bin gerade stolz auf uns. Und ich freue mich gerade, was uns so noch erwartet jetzt. Mein Freund ist auch noch hinter mir. Hi. Das war cool. Ich mag dich nicht. Hey, ihr seid unfreundlich. Freundchen. Er sagt schon richtig. Übrigens so einfach. Ich werfe ihn nur einmal an, nachdem man angegriffen hat. Oder halt zufällig zur gleichen Zeit. Okay. Lass ihn nicht mal in Ruhe, du. Hey, du. Dankeschön. Oh Gott, ich muss hier. Oh Gott, Hachi. Oh mein Gott. So, haben wir gleich. What?
So, jetzt aber. Oh Gott, das tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. War nicht so geplant. War ein aus Versehens Niesen. Was soll man denn dazu machen? Dagegen machen. Dazu. Hm. Ach cool, wir haben ja schon eine Spitzhacke. Das ist ja Spitze. Verstanden, wegen Spitzhacke, Spitze. Hahaha. Magische Kristalle, 5. Da sollten gleich die Spinnen rauskommen. Komm du mal hoch. Ja, das war klar. Guck mal, gut, dass wir das schon wissen, dadurch, dass wir den im zweiten Part entdeckt haben. Denkt dran, der zweite Part ist ziemlich cool eigentlich. Da erleben wir sehr viel, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, das war's. Okay, wir kriegen aus den, können aus den Augen droppen. So, hi, du Spinne. Du spinnst ja ganz schön, verstanden, wegen Spinne. Und du, ja, ich hab's echt nicht so drauf in Sachen Witze. Ich hasse Insekten. Ich auch, mein Freundchen, ich auch. Weil wir können hier noch höher, deswegen. Das machen wir jetzt einfach noch. Komm du mal hoch. Ich warte gerne auf einen Kumpan. Ja, das ist das Letzte, wo wir hinkommen. Außer man kann da durch die Wand laufen. Oh, ich bin ein bisschen krank. Aber nur weil es gerade so kalt draußen ist. Ich hasse Insekten. Oh, wo geht's denn da hin? Nirgendwo hin. Ach, dann da drüben. Kann man da einfach rüberspringen? Ja, komm einfach rüberspringen. Piratenpistole. Und noch ein bisschen hacken. Was ich hier übrigens sehr cool finde, dass das alles in diesem Spiel eingebaut ist. So Crafting und Erze und sowas. Das mag ich schon sehr, muss ich sagen. Aber da gucken wir uns mal die Piratenpistole an, ob die vielleicht stärker ist. Pistole 40. Ja, die Piratenpistole ist stärker. Immer diese Piraten haben auch stärkere Pistolen. So. So, latschen wir mal hier raus. Hoppala. So. Und was uns da oben hinter diesen Bergen erwartet, das werden wir dann nächste Folge feststellen. Diese Folge war ein bisschen kürzer. Ich danke euch aber trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann ein bisschen mehr erleben werden. Sorry, dass es so ein bisschen kürzer war, aber ja, ich muss jetzt dann weg. Und deswegen sehen wir uns erst nächste Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder am besten gleich ein Abo. Wir sehen uns nächste Folge, in Folge 7 dann schon. Wir sind schon echt weit. Ich wünsche euch einen schönen Abend und tschüss.